Davon, was für die Schüler an der 7. Klasse der Elisabethenschule in Frankfurt am Main schon alltäglich ist, können viele Schüler in Deutschland nur träumen. Computer und Tablets machen hier den Unterricht spannender und anschaulicher. Die digitalen Tools sorgen dafür, dass die Schüler aktiver und selbstständiger arbeiten können und sofort eine Rückmeldung bekommen, ob sie zum Beispiel bei der Lösung einer Matheaufgabe richtig liegen. Das sei sinnvoll, sagt der stellvertretende Direktor und Lehrer an der Elisabethenschule, Achim Kefnitara, und hofft deshalb, dass die 5 Milliarden Euro für das Digitalpaket Schule bald fließen werden. Es wäre allein schon als Signal ganz wichtig, ne, dass an den Schulen irgendetwas passiert. Denn so viel ist klar, an vielen Stellen deutschlandweit wird es stocken, solange die Gelder vom Digitalpakt nicht fließen. Andere, auch die Kommunen, werden etwas zurückhaltend sein und auch ihre Gelder nicht investieren in den Schulbereich zur digitalen Ausstattung. Das merken wir auch gerade in Frankfurt, das ist sehr, sehr stock. Deswegen setzen wir da sehr, sehr hohe Hoffnungen rein und hoffen doch sehr, dass eine Lösung gefunden wird. Computer und Tablets werden in der Klasse in Frankfurt zur Ergänzung des normalen Unterrichts verwendet. Stifte, Hefte und die Tafel gibt es weiterhin. Den Schülern in Frankfurt gefällt es. Mathe würde so einfach mehr Spaß machen, sagen sie. Also es fällt uns leichter und es macht einfach viel mehr Spaß, als im Heft sowas zu schreiben. Ja. Und ich finde, es ist besser, wenn man auf dem Tablet was, weil es ist neuer und auf der Tafel muss immer abschreiben und auf dem Tablet kann man einfach nur tippen. Ich finde es besser. Also ich finde schon, weil wir hatten einmal eine Klassenarbeit geschrieben und es hat den Schnitt erhoben. Also der war deutlich besser als so an sich. Also ich würde es generell empfehlen, ja. Der Umgang mit digitalen Inhalten und Möglichkeiten wird nicht erst in der Zukunft wichtig, sondern ist schon heute von zentraler Bedeutung. Das wissen schon die Schüler der 7. Klasse. Lehrer Kefnitara sieht dringenden Handlungsbedarf. Also wir gehen davon aus, dass sich die Arbeitswelt in der Richtung entwickeln wird. Wir gehen davon aus, und ich weiß es auch, dass sich an den Universitäten das Digitale immer weiter durchsetzen wird. Und wir wissen, dass die Digitalität schon in der Gegenwart angekommen ist. Und das Mindeste, was Schule leisten muss, ist, Schüler auf die Gegenwart vorzubereiten. Wenn sich Bund und Länder auf den Digitalpakt verständigen, sollen die Schulen nicht nur mit Tablets und Computern ausgestattet werden. Es soll auch eine sogenannte Lehrcloud aufgebaut werden, aus der sich Schulen und Lehrer digitale Inhalte für den Unterricht herunterladen können.